So, genau, also Epirus haben wir letztes Mal vernichten geschlagen. Hier ist noch eine Armee, da ist noch eine Armee. Da ist noch. Genau. Den Hammer. Okay, ich muss nur kurz nochmal durchblicken, was jetzt alles war und was nicht. Genau, dim, die ist 42, die kann noch einen Mann bekommen. So. 0% ist immer gut. Genau, Imperium will ich dann später machen, aber dazu brauchen wir, genau, Imperium Stufe 5. Also, ja, ist ja klar, dass wir jetzt noch kein Imperium starten können. Aber nur zum Wissen. So, dann. Ah, Nikon. Aber ich glaube, ich wette, das als Nikon. Ja. Gut, der bekommt natürlich nichts. Adeyeye ist ja auch gerade mein Feind. Aber ich würde lieber eher nach Pella gehen. Die Frage ist natürlich, Adeyeye ist gleich da. Bedürfnis nach Kavallerie. Ja, habe ich sehr große Bedürfnisse, aber ich darf leider nicht. Rang erhöht. Das ist alles schön und gut. Der plündert jetzt bei dem und die plündern bei dem. Das ist. Warte mal, warte mal, warte mal. Sind die jetzt im Krieg? Ah! Die sind jetzt im Krieg mit Makedonien. Das finde ich gar nicht so gut. Das finde ich gerade gar nicht so gut, weil wenn ich hier angreife. Warte, dann muss ich so schnell wie möglich hier hin und warte, ich gehe mal hier hin. Aber wenn ich zu nah hingehe, dann geht er zur Stadt und ich unterstütze ja. Das wollen wir nicht. Wir wollen da keine Unterstützung geben, weil wir wollen die Stadt haben. Ist mir doch egal, wenn ihr müde seid, voll der Babbo hier. Okay, da sind wir jetzt reingegangen wegen denen. Ja, wobei. Und vor allen Dingen denen. Also die können sogar innerhalb von einer Runde hier runter. Not good. Wir haben. Nee. Wenn wir jetzt seltener holen, haben wir nächstes Mal, also nächste Runde ein Problem. Nee, das. Dann erobern wir Apollonia wieder zurück. Und ja. Ich hoffe. Warte, ich hoffe, dass Athen jetzt nicht Pella einnimmt, aber könnte sehr, sehr gut sein. Könnte sehr gut sein. Bin mal gespannt. Jana aber schnell. Ja, aber hallo. Okay, Athen geht jetzt zurück. Aber das finde ich jetzt auch nicht so gut. Weil mit. Ja, weil dann hätte ich gar nicht gehen brauchen. Ah, das ist jetzt so ärgerlich. Das ist so doll ärgerlich. Pikiniere. Ja, müssen wir ja probieren. Also wir werden nicht gewinnen, aber. Ja, vor allem bei dieser Aufstellung brauche ich es eigentlich gar nicht zu versuchen. Ah, ich hatte gehofft, dass es ja vielleicht wieder so eine Karte ist, bei der man sich einbunkern kann. Kann man aber nicht. Ich lasse die mal hier stehen. Das Problem sind die Pikiniere, die sind nicht mehr so stark anwesend. Aber so könnte ich es vielleicht eventuell möglicherweise schaffen.
So, die passen hier auf. Die passen. Die passen mal da drüben auf. General geht hierhin, damit er. Also, der Gegner geht meistens dahin, wo der General ist. Also, meistens. Das heißt, ich hoffe, dass er jetzt hier rumgeht. Und dann hier angreift. Und dann kann ich vielleicht mit denen. Und mit denen so halb ihn umkreisen. Das wäre so das Beste, was möglich ist. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Warte, stopp. Ich erwarte eure Befehle. Das werden wir auch safe verlieren, aber vielleicht bekommen wir zwei mit. Vielleicht bekommen wir zwei Schiffe mit. Das ist gut. Schiffe zu euren Diensten. Unterstützung, Schiffe bereit. Wir erwarten eure Befehle. Macht Platz! Eines unserer Schiffe wird geentert. Unterstützung, Schiffe zu euren Diensten. Okay. Gut, das war's. So, wie sieht's da aus? Zurück! Ja. Wie sieht's da aus? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ich hole mal die Kavallerie. Die darf halt nicht sterben, ne? Dann hole ich die da. Nee, Kavallerie lasse ich doch weg. Wenn das nur Fernkämpfer gewesen wären, dann hätte ich ja die Kavallerie geholt. Weil, ja, bis die aussteigen und das sind ja nicht viele. Das hätte man dann locker mit der Kavallerie machen können, ohne Verluste zu haben. So, also, schlimmste Möglichkeit wäre, wenn er so hingeht und so. Dann müsste ich mich nach hier und hier zurückziehen. Und das sieht momentan sogar so aus, dass er... er weiß es selber gerade noch nicht. Doch, er weiß es. Und das ist gerade mega... mega fies, dass er hier möglicherweise auch angreift. Das ist mega gemein. So ein gemeiner Typ. So, dann ziehe ich mich mal komplett zurück. Hier kommen die hin. Hier kommen die hin. Und die bleiben noch kurz hier. So, das war's. So. Oh, hier kommen ja auch. Oh. Zum Glück habe ich das gesehen, sonst wären meine Pferde kaputt gegangen. So. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, der geht zum Glück zurück. Was macht er denn gerade? Das ist mal mega komisch. Will der jetzt wirklich meine Kavallerie jagen? Was ist los bei dem? Ist auf jeden Fall kein Tierfreund. Gut, dann mache ich hier mal wieder auf. Hier mache ich auch wieder auf.
Was macht der denn? Lass meine Kavallerie in Ruhe. Die ist einsam und alleine und will nichts weiter als Palais rufen. So, hier. Hier. Der kommt mal auch hier hin. Hä? Ich check das nicht, was der macht. Wahrscheinlich ist das auch nicht zum Verstehen. Komischer Kauz. So. Ja, jetzt kommt er langsam wieder zurück. Und da kommen ein paar Fernkämpfer. Den kann ich wiederholen. Unser General wird angegriffen. Ja. So, jetzt ist es auch gescheit. So. Gut, jetzt muss ich hier schauen, dass ich hier wieder zurückgehe. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, ich muss die Lücke hier füllen. Jetzt mach die mal fertig hier. So. Nein, wir haben jetzt die Kaff. Wir haben zwar eine Chance, aber egal. Also zwar keine Chance, aber egal. Genau. Das ist so komisch, warum die Kaff jagen. Ich hole mal die Kaff wieder zurück, weil die kann ich ja absetzen dann. Ja, nicht jubeln, sondern komplett platten. Danke. Wenn die noch so weiß sind, dann können die ja zurückkommen. So. Okay, also die da gehen mal hier hin. Wir werden hier sehr, sehr krass bedrängt. Der geht hier hin. Die beiden gehen da hin. Die Jugend von heute wieder. So, ja, geh mal aggressiv rein. Du gehst mal schneller hier hin. Ah, das ist jetzt gut. Das ist gut, dass die jetzt sich so aufteilen. Ihr versucht mal hier zu helfen. Die Kavallerie holt sich jetzt mal die da. Da wird sich, da werden auch keine Fallen dabei. Hier geht jetzt einfach mal weiter. Ignoriert die. Einfach nur ignorieren. Einfach durchgehen. Sie hacken zwar auf euch ein, aber einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Einfach weitergehen. Weitergehen. Schön. Und hier drauf. Einfach weitergehen. Spartaner, die muss man auch immer ganz beruhigend voll labern. So, bitte nochmal hier voll. So, sehr schön.
So. Die brauche ich jetzt nur, um kurz reinzuchargen. Ich merke mir das ja. So. Schwerkämpfer, schnell, schnell, schnell. Und raus da. Ich muss nur an die ran. Ich muss nur an die ran. So, sehr schön. So mag ich das. So. Weiter einfach reinballern, bitte. So, jetzt steige ich mal ab, sonst verliere ich wirklich ein Pferd. So. Sehr gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, jetzt macht die mal platt hier. Warte, ich schieß mal auf die, weil die da haben, die defensive Reihe ist eigentlich ganz gut. Bei solchen Situationen mit der Kavallerie hier hinstellen und ein-, zweimal reinchargen und das war's. Und die wanken alle. Kavallerie ist schon echt gut. So, bitte nochmal dich motivieren. Das läuft gerade echt gut. Das ist gerade echt gut. Das ist halt gerade echt blöd, dass der nach da geht. Aber und dass der so lange für diese komischen Typen da braucht. Warte, ist da jemand? Nee. Ja, ein bisschen. Aber sieht echt gut aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das gewinnen können. Ist ja fein. Das ist ja sehr fein. Von hinten angegriffen. Du wirst von hinten nicht angegriffen, der flieht nur in deinen Rücken rein. Das fühlt sich vielleicht gleich an, ist es aber nicht. Oh, endlich fertig hier. So. Du lebst auch noch, das ist gut. Jetzt muss ich hier Druck aufbauen. So, die beiden gehen nach da, die beiden gehen nach da, du gehst nach da. Vielleicht kann ich hier in den süßen kleinen Rücken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, cool.
Aber klar, wir können es immer noch verlieren. Unser General ist gefallen. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Also, das war ja nicht unser General. Aber gerade ist es nicht ganz so gut. Am Ende wäre es besser gewesen. So, ihr geht mal dahin. Hier. Pressure. Oder die Pikeniere hole ich mal wieder zurück. Damit sie eine gerade Linie bauen. Nein. Aus. Der ist ja immer noch da. Jetzt hat aber. Er schließt hier ab. Schließt hier ab und ihr kommt hier hinterher. Gut, dann haben wir das gewonnen. Das ist mal krass. Das ist mal heftig. Aber das sind Spartaner, meine Damen und Herren. Wir hatten hier 2, 4, 5 spartanische Hopliten, die gut waren, und 3 Pikniere, die halb tot waren. Und das hat gereicht. Uiuiui. Und zwar haben wir unser General verloren, aber das war ja ein blauer. Nicht von meiner Dynastie. Ja, 300, 300, 200. Passt. 200. Ja, nice. Vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Generäle, dass die Einheiten hier in Gewaltmarsch reingegangen sind. Das heißt, ihre Moral war von Anfang an schlechter. Aber bei Sparta ist das anscheinend egal. So, sehr gut. Dann können wir mit der Armee nächstes Mal Pella erobern. Aber also ich weiß nicht, ob wir es erobern können. Weil jetzt ist Athen weg. Aber die hätten einfach stehen bleiben müssen. Gefährten des Herakles. Ich mach mal ein Dude von mir. Minus 1 Gravitas pro Runde. Ist nicht so gut. Rang erhöht. Ja, gut. Also. So, auf jeden Fall Pikiniere nochmal. Und die da. Ja. So, jetzt ist die Frage, wage ich es? Ich wage es. Aber erst nächste Runde. Oder übernächste. Das ist eine Adlige, genau, ja. Du, pass mal hier auf. Attentat. Ich liebe es, wenn die sterben und failen. Nee, wenn sie Attentat ausführen können. Das war gerade ziemlich unlucky.
Aber es ist cool. So. Genau. Also die, ja, doch. Das sollten wir nächste Runde schaffen. Genau, die hat ja was bekommen. Wir machen hier Unterhaltskosten. Was hat sie denn gemacht pro Runde eurer politischen Partei? Und Aktionskosten weniger. Steuersatz, Agentensturz und Konvertierung. Da mache ich Ökonom und bilde die Armee aus. Dann habe ich hier weniger Rekrutierungskosten und Unterhaltskosten. Das ist ganz gut. So.